Die Regelungen zu den Corona-Gegebenheiten haben sich ja im Laufe der letzten Jahre ständig verändert. Aus dem Grund empfehle ich, einen Blick auf die Homepage zu werfen. Dort werden alle Informationen aktuell hinterlegt. Was ich sagen kann oder eine Frage, die häufig gestellt wird, ist, ob die Frauen unter der Geburt einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen. Dazu kann ich sagen, nein, die Frau braucht keinen Mund-Nasen-Schutz, der Partner jedoch schon. Natürlich, jede Frau darf gerne zu uns kommen und ihr Kind bei uns entbinden.